Bei den Temperaturen momentan hilft nur eins, Abkühlung im Wasser. Was man aber in die kommenden Tage tut und wenn man sich genug abgekühlt hat, das gibt es jetzt wie gewohnt in unseren Veranstaltungstipps. Ein Vierteljahrhundert lang kann man jetzt schon in Deggendorf studieren. Und das 25-jährige Jubiläum feiert die Technische Hochschule natürlich ganz groß. Die ganze Woche hat schon mehrere Veranstaltungen dies zu entgehen. Als Highlight der Tag der offenen Tür am Freitag mit dem offiziellen Festakt. Sogar der Ministerpräsident Markus Söder kommt zu dem Anlass auf Deggendorf her. Außerdem gibt es über den ganzen Campus verteilt auf mehrere Bühnen und Standl für groß und klein unzählige Sachen zum Entdecken und Ausprobieren. Zauberkunst und Comedy. Das niederbayerische Kulturmobil tourt ab Freitag wieder durch ganz Niederbayern. Angefangen am Magdalenenplatz in Blattling zwingt die Schauspieler und Zauberkünstler mit dem Lastwagen bis 1. September durch unsere schöne Heimat. Immer wieder machen sie Halt und treten mit einem Zauberprogramm am Nachmittag und der Volkskomödie Unkraut auf die Nacht auf. Gaudium Spectaculum. Am Wochenende wird es auf der Burgruine im Winzer wieder laut. Beim Mittelaltermarkt erklingen Schwerter, Feuershows holzen die Besucher ein und es wird ausgelassen zur Mittelaltermusik gefeiert. 3 Tage lang herrscht Ausnahmezustand auf dem Schlossberg. Damit sich alles auch wirklich anfühlt, weil im Mittelalter rennen Gaukler umeinander, Falkner lassen ihre edlen Tiere in die Luft steigen und natürlich gibt es eine passende Verköstigung. Egal ob amerikanisch, griechisch oder afghanisch. Um zum zeigen, weil bunt, international und vielfältig Deggendorf ist, veranstaltet das Netzwerk für kulturelle Vielfalt heuer zum zweiten Mal ein Grillfest an der Donau fahren. Von Breakdance oder Baseball-Workshops über Essen aus aller Herren Länder bis hin zu verschiedensten Vorführungen. Am ganzen Nachmittag ist am Sonntag an der Wies beim Ruderhaus fahren so einiges geboten. Musik und Essen, das ist auch eine gute Kombination. Wenn es dann auch noch in einer besonderen Atmosphäre bei am Straubinger Stadtplatz ist, wird es gleich noch viel gemütlicher. Ganz nach dem Motto Jazz in the City läutet der Jazz-Brunch am Samstag schon mal als Rivertone-Festival ein. In der ganzen Stadt verbreiten Musiker und Bands Jazzfieber. Und in die Wirtshäuser und Cafés rundum kann man brunchen gehen. Nach dem Jazzbrunch am Samstag startet das eigentliche Rivertone-Festival dann am Freitag. Größen aus der Jazz-Szene wie Mario Biondi, Judith Hill oder Didi Bridgewater kommen in Geibunstadt. Bis am Sonntag kann man sich dann am Straubinger Hagen von den Künstlern verzaubern lassen. Am Sonntag auf Nacht singt der Franz in seiner Spezi für einen kleinen Kulturbruch. Anstatt Smooth und Jazz gibt's dann eine Sonderausgabe von unserer bayerischen Late-Night-Show. Wo sollen wir sehen, die kommenden Tage machen? Haben Sie eine gute Zeit? Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, Servus, habe ich Dering und ein schönes Wochenende.